Ich konnte mit Selbstliebe irgendwie nie wirklich was anfangen. Mir war das Ganze zu abstrakt. Klar, Liebe ist irgendwie gut und ich sollte mich selber lieben und tue das ja auch irgendwie, aber wie soll das jetzt im Alltag wirklich aussehen? Stelle ich mich vor den Spiegel und sage, ich liebe mich und ich bin toll, oder lege ich mich mit einem Glas Rotwein in eine Badewanne? Ist das dann Selbstliebe? Damit das Ganze nicht so verwirrend ist, habe ich mir einen Trick ausgedacht, ein Gedankenspiel. Stell dir vor, du machst deine Haustür auf und da liegt auf einmal ein kleines Kind. Du weißt nicht genau warum, du verstehst es nicht so richtig, aber aus irgendeinem Grund bist du jetzt verantwortlich. Es sieht auch ziemlich niedlich aus und deswegen schließt es direkt ins Herz, auch wenn du natürlich nervös bist wegen der ganzen Verantwortung und so. Vielleicht kannst du es besser vorstellen, wenn du an Kinder denkst, die du in deinem Umfeld hast und die du jetzt schon ins Herz geschlossen hast. Sei es deine eigenen Kinder oder Kinder von Freunden oder Nichten und Neffen. Und genau so fühlst du dich gegenüber dem Kind, das jetzt da vor deiner Türe sitzt. Was machst du jetzt also mit diesem Kind? Natürlich der erste Schritt, du beobachtest es ganz genau und schaust, was es so ungefähr braucht. Das sind so erstmal die ganz grundlegenden Sachen. Also ein Dach über dem Kopf, ein schönes Kinderzimmer, was zu essen, ab und zu mal gewaschen werden, was ordentliches zum Anziehen, zum Arzt gehen, wenn es krank ist. Aber mit der Zeit wächst das Kind dir so richtig ans Herz und du möchtest, dass es optimal versorgt ist. Deswegen überlegst du, was dem Kind gut tun würde und probierst es so ein bisschen aus. Vielleicht braucht es Zeit mit anderen Kindern zum Spielen, vielleicht braucht es Zeit zum Alleine sein, vielleicht will es toben und Quatsch machen oder auf den Spielplatz gehen. Und natürlich braucht das Kind Herausforderungen, Abwechslung, damit es lernen und wachsen kann. Dein neuer Zwerg ist ziemlich emotional, totaler Kindergarten. Aber du liebst es natürlich auch, wenn es mal ein bisschen anstrengend und emotional ist und rumweint und nervt. Du möchtest deinem Kind beibringen, dass die Gefühle alle okay sind und dass es auch lernen kann, damit umzugehen, wenn es mal wütend oder enttäuscht oder traurig ist. Huch, DHL. Wo waren wir? Also gehst du mit gutem Vorbild voran und zeigst, wie es gemacht wird. Das heißt, wenn das Kind weint, nimmst du es in den Arm, wenn es Angst hat, beruhigst du es und wenn es wütend ist, zeigst du Alternativen auf zu mit Sand werfen. Und du bleibst ganz geduldig an seiner Seite, weil du weißt, dass auch die schwierigen Gefühle irgendwann vorübergehen. Manchmal bist du natürlich auch ein bisschen strenger und verbietest deinem Kind was, weil du weißt, dass es ihm nicht gut tut. Den ganzen Tag nur Zucker essen, zu spät ins Bett gehen oder den ganzen Tag vor dem Bildschirm hängen. Das Kind wehrt sich natürlich erstmal gegen diese Freiheitseinschränkung, aber weil du ganz klar kommunizierst und fair verhandelst, wächst das Vertrauen zwischen euch. Klar, auch du bist nicht perfekt und hast mal einen schlechten Tag. Du schimpfst mit dem Kind, weil dir irgendwas nicht schnell genug geht. Aber das tut dir leid, weil du dir eigentlich vorgenommen hast, dass du dein Kind liebevoll behandeln möchtest. Deswegen kannst du dich auch entschuldigen, dein Verhalten erklären und dich mit deinem Kind wieder vertragen. Die Verantwortung für ein Kind zu übernehmen ist natürlich echt nicht leicht und manchmal fühlst du dich total überfordert. Manchmal hat dein Kind Phasen, wo du einfach nicht weiter weißt. Vielleicht hat es Streit im Kindergarten, ist die ganze Zeit wütend oder traurig oder dolle Zahnschmerzen. Weil du dein Kind unterstützen möchtest, informierst du dich also. Vielleicht liest du ein Buch zum Thema, informierst dich bei Freunden oder Bekannten oder holst dir Unterstützung bei einem Arzt oder Therapeuten. Du begleitest dein Kind durch diese ganzen Herausforderungen, weil du weißt, dass gerade die Phasen sind, in denen dein Kind besonders viel wachsen und lernen kann. Und natürlich ist es nicht immer herausfordernd, sondern meistens ist es einfach richtig schön und ihr habt Spaß zusammen. Ihr genießt euren gemeinsamen Alltag, ihr kocht zusammen, ihr lacht zusammen, ihr macht Quatsch und tobt zusammen durch die Wohnung. Inzwischen gibt es jede Menge Liebe und Nähe zwischen euch und du bist mega dankbar, dass das Kind auf einmal so vor deiner Tür gestanden hat und seitdem dein Leben bereichert. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Nee, ich mache nur Spaß. Aber das war mein persönliches Gedankenspiel, das mir so ein bisschen geholfen hat, das Konzept der Selbstliebe ein bisschen mehr in den Alltag umzusetzen. Ich hoffe, dass mein kleiner verrückter Trick-Gedankenspiel ein bisschen geholfen hat, dir das Thema auch näher zu bringen. Zum Ende des Videos habe ich eine Frage an dich und ich würde mich sehr freuen, wenn du mir sie unten in den Kommentaren beantwortest, nachdem du dem Video einen Daumen nach oben gegeben hast. Was kannst du heute machen, was dir heute richtig gut tun würde? Hör mal in dich rein, guck, was du heute ganz konkret machen kannst und schreib es unten in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt auf deine Ideen. Ich habe jetzt schon seit einer ganzen Weile keine Videos mehr gemacht und es wird auch in nächster Zeit ein bisschen unregelmäßig sein, weil ich gerade ganz viele andere Projekte habe. Ich werde euch da auch mal in Zukunft näher mehr von erzählen. Aber ich werde auch weiterhin Videos machen. Ich weiß nur noch nicht genau, wann es wieder weitergeht. Ich freue mich aber schon auf unser nächstes Wiedersehen.